Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Keine Sorge um Ihre Augen, sie sehen nicht doppelt. Dies sind die schnellsten Marathon-Zwillinge Deutschlands, Lisa und Anna Hahner. 42,195 Kilometer, ein Ziel vieler Läufer und für diese beiden vor allem eine große Freude. Wie unterscheidet man die Zwillinge eigentlich? Anna trägt Ohrringe und den Scheitel links, Lisa außerhalb des Sports eine Brille und den Scheitel rechts. Ein doppelter Hingucker der deutschen Laufszene. Seit Ende 2012 leben sie im idyllischen Gengenbach, unweit von Offenburg, am Tor zum Schwarzwald. Viel Sonnenschein, blauer Himmel und wir fühlen uns immer mega wohl, wenn wir wieder zurückkommen. Und wir sind immer die Ersten, die schon Erdbeeren in Deutschland haben. Wir sind die Ersten, die Kirschen haben. Ein Riesenvorteil. Am 20. November 1989 wird zunächst Anna und 16 Minuten später Lisa geboren. Mit drei weiteren Geschwistern wachsen sie in der Nähe von Fulda auf. Schon immer in ihrem Leben haben sie alles zu zweit gemacht. Tischtennis, die Kampfkunst, Jiu-Jitsu, das Lehramtsstudium in Mainz und nun eben das Laufen. Das ist das Coolste, dass man einen gemeinsamen Trainingspartner hat und dass man sich in jedem Training duellieren kann. Also wir lieben das, gegeneinander anzutreten und uns hinterher in die Arme zu fallen, wenn jeder das Beste gegeben hat. Das ist der riesen Zwillingsvorteil, den wir haben. Ja, und Konkurrenzsituation haben wir ja durchs Tischtennis früher schon gelernt. Da kann nur einer als Sieger von der Platte gehen. Und danach gibt man sich trotzdem die Hand und sagt, gut gespielt. Und so ist es auch ungefähr im Laufen. Nur zurzeit geht es nicht. Lisa hatte im März einen Ermüdungsbruch. Kein Grund, sich unterkriegen zu lassen. In der Leichtathletik-Szene sind sie nicht nur wegen ihres doppelten Daseins Exoten. Besonders auffällig, erst mit 17 finden sie die Liebe zu ihrem Sport. Es war 2007, hatten wir in der Zeitung gelesen, sind wir von der Schule heimgekommen und haben gesehen, dass Joey Kelly einen Vortrag hält. Und den Namen haben wir gekannt noch von der Kelly Family, weil wir da natürlich früher auch voll Fans waren. Haben wir gedacht, ja, lass uns mal hingehen, wir hatten am Abend nichts vor. Und bei dem Vortrag, wir waren so begeistert, geflasht, dass wir gesagt haben, hey, laufen, das hört sich richtig cool an, das wollen wir auch machen. Und seitdem läuft's. Nach 5 Jahren der Eingewöhnung gibt's 2012 die Marathon-Debüts mit 22 Jahren. Und das ist die Strecke, die uns fasziniert, die ist so cool, weil sie halt wirklich eine ungerade Zahl, also 42,195 Kilometer. Und dann muss alles an einem Tag passen. Im September 2014 läuft Anna in Berlin ihre Bestleistung und ist damit siebtschnellste Deutsche aller Zeiten. Lisas Bestzeit stammt aus Frankfurt im Oktober 2013. Die beiden sind Vollprofis. Eine ungewöhnliche Situation in der deutschen Leichtathletik. Als Zwillinge können sie sich das aufgrund der richtigen Vermarktung leisten. Ja. Ich glaube, das ist unser Riesenvorteil, weil man halt dadurch automatisch viel mehr auffällt. Also klar, in Äthiopien und Kenia noch mehr, weil wir halt auch blond sind und hell, das gibt es da wenig, Zwillinge, die so herausstechen. Aber so ist es halt einfach ein Alleinstellungsmerkmal, weil es nicht so viele laufende Zwillinge gibt. Guten Morgen, Anna. Hallo, servus. Schön, heute keine Post für mich. Doch, aber erst in der nächsten Ablage. Ich habe es unten noch im Kasten. Gell, das muss ich erst nachladen. Muss was hier hoch, dann könnte ich es. Ja, ich muss da hoch, ja. Aber du weißt ja, Postgeheimnis, ich darf das gar nicht mitgehen. Wir können höchstens miteinander nur laufen. Wäre das was? Ja, ich mache dir Pace, du kannst hinterher. Ich gehe im Windschatten hinterher, gell? Ihr angelerntes Laufwissen weitergeben, nicht nur an den örtlichen Postboten, sondern bei Vorträgen vor Schülern, an Unis oder in Firmen. Dabei helfen Ihnen auch die didaktischen Fähigkeiten aus dem Lehramtsstudium. Wir sind beim ersten Lauftag der Hahner Twins. Anna und Lisa Hahner zeigen uns heute, wie man besonders gut läuft und 42,195 Kilometer dabei lächeln kann. Ich bin gespannt, wie das geht. Es ist ein kühler Tag Mitte März. Gut 30 Hahner-Fans und Freizeitläufer sind hierher gekommen, um sich, wie wir, Tipps fürs Laufen abzuholen. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich zum ersten Hahner Twins Club Lauftag. Wir freuen uns mega, dass das klappt, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid.
In den letzten Jahren ist der Hype ums Laufen immer größer geworden. Gerade Straßenwettbewerbe erfreuen sich riesiger Beliebtheit. Seid ihr auch ein bisschen aufgeregt? Ja, so ein bisschen schon, weil man kann ja nicht alles planen. Aber es ja wie von einem Wettkampf, so eine positive Nervosität, dass man endlich loslegen will. Und der große Vorteil ist ja immer, dass man zu zweit ist, also so ein Backup immer hat. Wenn man irgendwie nicht weiter weiß, dann kommen die Blicke. Und dann setze ich einfach ein und rede weiter und dann klappt das. Laufen kann man lernen. Ihrer Meinung nach trampelten sie anfänglich eher wie Elefanten. Wer kam denn auf die Idee, diesen Lauftag ins Leben zu rufen? Als wir mit dem Laufen angefangen haben, hatten wir ganz, ganz viele Fragen und wussten halt nicht, wo wir uns die Antworten suchen sollen. Und dann haben wir da geguckt, da ein Buch gelesen, den gefragt. Und dann kam halt auf die Idee, okay, wir haben hier sehr viel Learning by Doing. Und von dem Wissen wollten wir dann auch andere Läufer profitieren lassen. Und das haben sich die Teilnehmer auch vorgenommen. Ich bin heute hier, um allgemein mein Wissen aufzubessern im Laufen und meine Lauftechnik und einfach von Profis einfach mal hautnah zu erleben, wie das einfach so abläuft insgesamt mit dem Laufen. Ich laufe Marathon, nicht in dem Bereich, wie die Anna und die Lisa laufen. Ich laufe mehr so freizeitmäßig und wollte mich einfach mal informieren, wie ich schneller werden kann. Thomas Dold, neben dem italienischen Trainer Renato Canova, verantwortlich für die Zwillinge, erklärt am Beispiel von Lisa, worauf es ankommt. Laufen ist die Kunst zwischen Anspannung und Entspannung. Es geht darum, möglichst effizient zu laufen. Jeder hat dabei seinen eigenen Stil. Doch auf ein paar Dinge kann man achten und diese optimieren. Die Theorie wird jetzt in die Praxis umgesetzt. Welches Gefühl vermittelt es auch, wenn man eben sein Wissen so weitergeben kann? Ist man da stolz? Ja, und so ein bisschen, wir haben ja beide Lehramt studiert und dann kommen wir doch irgendwie zu unserem Studium zurück, dass man Inhalte vermittelt, aber es macht sehr viel Spaß. Worauf muss ich denn achten beim Laufen, Lisa? Was soll ich mal machen am besten? Genau, schauen wir zuerst mal auf den Fußaufsatz. Okay, reicht das? Ja. Ist dir aufgefallen? Sehr gut, du kommst schon sehr gut mit dem Fuß auf. Also du Mittelfuß, sogar Tick Vorfuß. Das heißt, du kannst die Kraft effizient und Energie effizient nutzen, weil du dadurch schon gleich in Vortrieb hast und ja automatisch nach vorne willst. Also erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Ja, absolut. Dann ja, schaue ich mir die Hüfte an und ich würde sagen, laufen wir ein Stück weiter, oder? Okay. Okay. Ja, bei der Hüfte. Die sieht schon sehr gut aus und bei der Hüfte, ich glaube, da kann man nie zu viel machen. Also Kräftigungsübungen für die Hüfte, um noch eine bessere Hüftstreckung zu haben, okay. Um halt noch krasser das Gefühl zu haben. Also ich kann dich mal hier halten und du lehnst dich ein bisschen nach vorne und versuchst mal die Hüfte nach vorne zu bringen. Genau. Und da merkst du, ich muss dich schon halten, weil du weg willst. Genau, fast fahre ich nach vorne. Genau, und wenn du halt mit der Hüfte, wenn man tief sitzt, also können wir auch nochmal ausprobieren, du setzt dich so ein bisschen tief, genau, und dann muss ich dich kaum halten. Und so ist es halt auch beim Laufen, ja, da kommst du nicht nach vorne oder kostet viel mehr Kraft. Okay, also bringe ich mich nach vorne, die Hüfte nach vorne. Genau. Und dann habe ich den Drive nach vorne. Yeah! Sehr gut. So, ich schaue es mir noch mal von hinten an. Ja, okay, die Armbewegung, die war auch schon sehr gut. Also ganz wichtig beim Laufen, das Läuferdreieck. Mhm. Genau, das sieht man hier bei dir sehr gut. 90-Grad-Winkel, die Hand entspannt, ja, ist entspannt. Und schön von hinten nachführen, nach vorne. Genau. So, leichte Tendenz. Hast du von der Hüfte her so Rechts-Links-Bewegung, also versuchen stabil zu bleiben. Aber das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Die Arme also möglichst parallel? Genau, parallel, genau. Läuferdreieck, schön nach hinten. Und Blick nach vorne richten und entspannt sein. Und lächeln. Genau. Ja, dann laufen wir jetzt mal die Runde fertig, oder? Sehr gerne. Auf geht's. Sehr cool. Nach der ersten Einheit ist erstmal Zeit für eine kurze Pause. Zeit für ein paar Fotos, Autogramme und Gespräche mit den schnellen Zwillingen.
Das Vorbild der beiden ist der Äthiopier Haile Gebrselassie, zweifacher Olympiasieger auf der Bahn und ehemaliger Marathon-Weltrekordhalter. Von ihm haben sie sich in ihrer positiven Art bestärken lassen. Wenn irgendwas Spaß macht, dann läuft es sich einfach viel leichter und man ist lockerer. Das merkt man auch an Kindern. Wenn die in irgendwas vertieft sind, was denen Spaß macht, dann vergessen die total die Zeit und sind voll damit beschäftigt. Nicht ganz so viel Spaß haben die Teilnehmer vielleicht bei der Athletikeinheit. Bruder Julian triezt alle mit Bauchmuskel-, Stabilitäts- und Kräftigungsübungen. Athletiktraining ist enorm wichtig, weil wenn man die Stabilität im Rumpf nicht hat, dann kann man die Energie von Beinen und Oberkörper nicht verbinden. Und deswegen hat das einen großen Teil in unserem Trainingsplan. Macht es denn Spaß oder ist eher so das verhasste Training? Wir lieben das. Verstärkt in der Nachmarathonphase verbessern sie kontinuierlich ihre Lauftechnik. Denn an dieser kann man immer arbeiten. Was nehmt ihr mit aus diesem Tag? Ganz viele motivierte Leute, ganz viel Motivation und Inspiration auch für uns. Auch wenn es ein bisschen bewölkt ist, es war sonst ein richtig cooler Tag. Also uns hat Spaß gemacht. Und gleich bei Vision Gold, wir treffen Anna beim Wings for Life Run in Darmstadt, die im Fernduell zu Lisa in München an den Start geht. Außerdem begleiten wir die Zwillinge auf den Markt und zu einem afrikanischen Abendessen. Und wir reden über den Traum, die Olympischen Spiele in Rio. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Anna und Lisa Hanna, 16 Minuten Altersunterschied. Ihre gemeinsame große Liebe, der Marathon. Wir haben die 25-jährigen Zwillinge in ihrer Wahlheimat Gengenbach besucht und uns in Karlsruhe Tipps fürs Laufen abgeholt. Denn sie geben ihr Wissen gerne weiter und engagieren sich für den guten Zweck. Am 3. Mai findet der zweite Wings for Life Run statt. Unter dem Motto Laufen für alle, die nicht laufen können, gehen über 73.000 Sportler weltweit an 35 Orten an den Start. Die Einnahmen des globalen Rennens kommen der Rückenmarkforschung zugute. In Deutschland sind sogar zwei Orte dabei, München und Darmstadt. Hier treffen wir Anna. Mit einem knapp 20-köpfigen Team geht sie gegen die Mannschaft ihrer Schwester Lisa in München an den Start. Ein Fernduell der besonderen Art, ganz im Sinn des Wings for Life Rennens. Ich stehe hier in München und spüre schon voll die Aufregung von allen Läufern und super coole Stimmung hier. Leider kann ich wegen meiner Verletzung nicht selbst mitlaufen, aber ich bin mir ganz sicher, dass mein Team München rocken wird. Hier steht wirklich das gemeinsame Laufen im Vordergrund, das Laufen für eine tolle Sache. Und wir werden alle gemeinsam loslaufen, um halt auch das Feeling zu haben, gemeinsam an der Startlinie zu stehen. Sven, der sich als Unterstützer seinen Sohn Samuel mitgebracht hat, möchte beispielsweise 30 Kilometer laufen. Allein mit Anna Hanna dann laufen zu können und dann zu versuchen dran zu bleiben, das wird auf alle Fälle pushen. Was nimmst du dir denn für heute vor? Ich weiß nicht, mal gucken, wie es läuft, aber so 33 wären cool. Denke ich machbar. Mal gucken. Auf jeden Fall sehr ambitioniert. Und wir werden später noch sehen, wie unglaublich tief Laura gestapelt hat. Dass es nicht um Höchstleistungen geht, sondern vor allem um den guten Zweck, zeigt sich auch an Annas Frühstück. Normal vor Wettkämpfen, Marathons esse ich sehr viele Kohlenhydrate und keine Ballaststoffe. Heute Morgen habe ich ein Rührei mir bestellt. In 35 Städten, in 12 Zeitzonen startet das Rennen auf der ganzen Welt. In Kalifornien ist es 4 Uhr morgens, in Melbourne bereits 21 Uhr. Jetzt geht der Kampf um den globalen Titel los. In Darmstadt gibt Samuel Koch, seit einem Unfall bei Wetten, dass querschnittgelähmt, um 13 Uhr das Signal zum Start für die gut 2300 Läufer. "30 Minuten nach dem Start fährt das böse Catcher-Car die fahrende Ziellinie los. Jede Stunde steigert das Auto sein Tempo.
Wer als letztes noch läuft und noch nicht vom Auto eingeholt wurde, gewinnt. Teammitglied Laura läuft mit Profi Sabrina Mockenhaupt in Darmstadt vorneweg. Den Ursprungsplan, einen Halbmarathon zu laufen, verwirft Anna auf der Strecke. Für sie geht es noch 10 Kilometer weiter. Sie steigt, ohne vom Auto eingeholt zu werden, aus. Reicht dann für einen Trainingslauf. Die Zuschauer sind der Wahnsinn auch gewesen an der Strecke. Also das Wetter war optimal, würde ich sagen, auch wenn die Sonne sich nicht immer gezeigt hat, aber zum Laufen mega angenehm. Anna hat 31 Kilometer zur Teamwertung beigetragen. Da kann man schon mal stolz sein. Ich weiß nur, dass Darmstadt mega cool war, mega gerockt hat. Und dann bin ich mal gespannt, was München zu bieten hat. Insgesamt 423 Kilometer sind es bei Annas Team in Darmstadt geworden. Team Lisa in München hat sogar 510 Kilometer geschafft. Mit einem zugegeben etwas größeren Team. Während sich die meisten Läufer beim Wings for Life Run schnellstmöglich ins Warme und Trockene begeben haben, geht der Kampf um den globalen Sieg weiter. Die Organisatoren in Darmstadt verfolgen das Renngeschehen gebannt. Laura Chacon-Biebach aus Annas Team gewinnt mit 51,78 Kilometer und wird damit sogar weltweit viertbeste Frau. Ultraläufer Florian Neuschwander läuft 74,56 Kilometer und rangiert auf dem 6. Platz in der Männerwertung weltweit. Dem Äthiopier Lemaberg Ketema gelingt in St. Pölten die globale Titelverteidigung. 79,9 Kilometer nach über 5 Stunden Laufzeit. Zweiter wird der Chilene Hernandez in Santiago. Platz 3 geht an den Peruaner Kisper, ebenfalls in Österreich. Einen nächtlichen Sieg holt Yuuko Watanabe. 56,33 Kilometer bringen der Japanerin den Titel. Vor der Südafrikanerin Van Niekerk und der in Florida laufenden Französin Vasseur. Ein wichtiger Aspekt des Leistungssportlerlebens: eine ausgewogene, energiebringende und gesunde Ernährung. Da kommt der Markt direkt vor der Haustür in Gengenbach besonders gelegen. Wenn wir gerade vom Laufen kommen und sehen, dass Markt ist, dann haben wir meistens eine Idee, ach, heute Mittag könnten wir doch eigentlich das und das machen und dann schauen wir vorbei. Frische Produkte kaufen, selbst kochen und möglichst viel essen. So lautet der Hana Ernährungsplan. Ohne Wenn und Aber. Wir lieben das da, uns irgendwie verrückte Sachen zu überlegen, kreativ zu sein und so Ernährung an sich, das, was uns schmeckt, das machen wir. Als Ausdauersportler absolvieren sie mehrere Trainingseinheiten pro Tag. Da verlangt der Körper immer wieder neue Energiezufuhr. Sie testen alles, was sie so entdecken. Und dann gehen wir dann auch nach der Farbe, weil man dann richtig coole Farbexplosionen da ins Glas bringen kann. Viele Wochen haben Anna und Lisa in Äthiopien und Kenia in internationalen Trainingslagern verbracht. Der deutsche Winter ist einfach zu kalt für Grundlagentraining. Hier haben sie sich auch die Inspiration für zahlreiche Rezepte geholt. Diese setzen sie in einem Küchenstudio mit 20 Gästen und Lauffans um. Bis zu 500 Kilometer sind die Mitkocher angereist für dieses kenianisch-äthiopische Drei-Gänge-Menü. Als Vorspeise gibt es die Farbexplosion schlechthin. Rote Beete-Mangosalat. Der Thomas ist der Herr der Avocados. Für den Avocado-Banane-Nuss-Salat. Eine erfrischende, vitaminreiche Kombination aus Gemüse und Obst. Beim Hauptgang kommen die Energiebomben auf den Tisch. Die Kenianer sagen, Ugali, it makes you strong. Also wer Ugali ist, der wird einen guten Wettkampf laufen, gut trainieren können. Und ja, werden wir mal testen, ob dann morgen alle hier durch die Gegend laufen und sich stark wie nie fühlen. Ugali, ein Getreidebrei aus Maismehl, wird mit Tomatensauce, Ofengemüse, Chapati, einem Fladenbrot und frischem Kräuterquark serviert. Fertig ist der Läuferteller. Für möglichst viel Energie für die nächste Trainingseinheit. Bunt geht es auch beim Dessert weiter. Erdbeeren und Ananas. Natürlich mit
Schokolade. Da müssen wir auch gestehen, dass es nicht typisch afrikanisch ist, weil das haben wir in Äthiopien gespürt, dass wir... Schokolade ist so teuer. Mhm. Wahnsinn. Umgerechnet 8 Euro für eine 100-Gramm-Tafel. Und keine gute Schokolade. Nee. Von dem her, Schokolade macht glücklich und Essen muss glücklich machen. Anna, was wäre ein Tag ohne Schokolade? Ein verlorener Tag. Zu zweit und mit ein bisschen Schokolade dazu geht alles besser. Sie arbeiten gemeinsam für das eine Ziel, die Olympischen Spiele. Rio 2016, das ist das große Ziel, eigentlich schon seit den Olympischen Spielen 2012 in London. Da waren wir bei der Eröffnungsfeier als Zuschauerin im Stadion. Und ja, wenn ich nur dran denke, dann kribbelt schon überall. Und es ist so eine schöne Stadt und Olympische Spiele, das ist grandios. Seit einem Kurzbesuch während der Fußball-WM können Sie es kaum noch erwarten. Wir stehen hier in Rio an der Copacabana. Unglaublich, denn 2016 finden in Rio die Olympischen Spiele statt. Und wir sind schon mal hier. Und wir haben die Stadt schon beim Helikopterflug von oben abgecheckt und sind morgens an der Copacabana und die Ipanema lang gelaufen und ja, mega Motivation und Inspiration getankt. We are coming back. Die Qualifikation für den Olympischen Marathon würden die Hanna-Zwillinge gerne im September in Berlin laufen. Auf einer der schnellsten Strecken der Welt. Die Norm ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird sie bei 2:28:30 oder 45 liegen. Eine Zeit, die sich beide zutrauen. Daran lassen sie keinen Zweifel. Wie würdet ihr es denn angehen, wenn nur einer von beiden hingehen darf? Wir dann werden beide gemeinsam an der Startlinie stehen. Da bin ich überzeugt davon. Wo sonst der Karneval von Rio langzieht, durch das Sambodrom, werden Start und Ziel des Marathons sein. Auch hier würden sie mit ihrer farbenfrohen, fröhlichen Art perfekt hinpassen. Aber natürlich geht's alleine ums Sportliche. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich.